Willkommen zu der ASMR Experience. Ich bin jetzt ASMR-YouTuber. Willkommen zu einer neuen Runde auf unserem Lieblings-Minecraft-Server. Tim ist Tim und ich bin ich. Da hat Nick vollkommen recht. Ich weiß, natürlich, ich habe immer recht. Ich kann nichts anderes als recht haben. Nick, willst du mal ganz kurz das TP vorstellen, mit dem wir beide gerade spielen? Ganz kurze Frage, Tim. Wenn ich das Video hochlade, das werde ich wahrscheinlich für morgen schneiden. Kannst du den Typen dann bitte unter meinem Tweet verlinken? Keine Ahnung, wer das ist. Wir spielen heute mit dem schönen TP. Warte, der lädt jetzt erstmal, weil ich einen 5GB Texture Pack vor da hat. Willst du mir erklären, wie man den Namen ausspricht? Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte. Knecki Privat Pack. So, und ich habe hier erstmal ganz stabile Lags am Start. Vielleicht wegen RAM-Issue, vielleicht wegen nicht RAM-Issue, man weiß es nicht. Und das Pack ist mit dem Shader in Kombi fast nicht verbuggt. Ja, das war's dann auch mit meinem Leben. No. Chill mal ganz kurz, wir boosten hier immer noch meine Stats, ne? Ich weiß, dass Jan mich dafür schon mal eingesetzt, sich dafür schon mal eingesetzt hat, so. Ich kann auch kein Deutsch. Gönnt mal bitte YouTuber. Weil stellt euch jetzt mal vor, wir spielen jetzt mit dem, also ich spiele jetzt mit Tim in einer Runde. Weiß Tim ja aber, dass ich das bin, weil ich ja gar kein YouTuber auf diesem Server habe. Aber würde ich jetzt mit Tim auf dem TS sein und ein 101 gegen Tim machen und ich wäre genickt, dann könnte Tim ja nicht wissen, dass ich das bin. Dafür brauche ich halt Nickrechte. Klingt das logisch, Tim? Absolut. Da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Das war so eine stupid Erklärung. Ich habe, glaube ich, mal einen anderen Spieler außerhalb vom Serverteam gesehen. Ey, unser CSGO-Mate. Ja, das war Bobo Baumstamm. Der Typ war auch Legende. Du, bitte vergiss nicht, dass wir hier meine Stats boosten. Bye, have a good time. Jo, einen Hit bekommen wir beide keinen Knockback und dann fliege ich einfach, weil ich dich nicht hitte. Ja, du bist bis nach Mekka sogar geflogen. Kannst jetzt zum, keine Ahnung, Ramadan oder sowas. Keine Ahnung, was die da alles haben. Mehr als du. Du, ich muss auch gar keinen Ramadan haben. Also ich meine jetzt mal, seriously, ich habe eigentlich mega Respekt davor, dass Leute das machen. Nur ich habe halt immer noch nicht so ganz raus, wo der Sinn dahinter ist. Willst du doch mal mit Leuten aus dem Server-Team reden, oder war da was? Dazu sage ich jetzt mal nichts. Achso, by the way, wir sind hier wieder mal früh mittags unterwegs, würde ich mal behaupten, oder? No joke, ich hatte heute Corona-Test, ne? Weil ich halt so krass bin, dass, Ach komm, halt deine Fresse. Ja, ich kann halt bei mir anders als du. Ich halt so krass bin, dass die Leute sagen, das ist... Ich meine, Videos sind zu elementar, deswegen brauche ich den Corona-Test, damit halt... Sind Sie sprachbehindert, Kumpel? Selbst wenn ich es habe, damit es halt früh genug erkannt wird, damit meine damit ich weiter Videos machen kann, ne? Weil die zu wichtig sind für die Gesellschaft. Logisch. Uff, hast du Luck. Nein, das nennt man Skill. Wie man aber auch ein halbes Jahr braucht, um zu sterben einfach. Ja, nächste Runde, ne? Let's go. Lol, ich habe jetzt Eisbärrang. Wenn ich jetzt wüsste, was das bedeutet. Ja. Weißt du, ich habe Nickrechte? Nee, schade. Achso, was ich erzählen wollte noch. Ich hatte heute Corona-Test, beziehungsweise technisch gesehen gestern, aber trotzdem ist es heute. Und das war eine ziemlich geile Angelegenheit. So zuerst so, ja, Mund auf und hat halt diese medizinischen Wattestäbchen da gehabt, ne? Dann steckt er mir das in die fucking Nase. Und Digga, der hat das, Digga, kann jetzt bei Corona, du kriegst das so tief in den, Digga, der hat safe irgendwie ein Stück von meinem Gehirn halt mit rausgerissen. Ja, er hat das gemacht? Ja, natürlich macht der Arzt einen Corona-Test, wenn du beim Arzt bist. Digga, ich dachte so, das kommt gleich in meinem Gehirn an. Und wir hoffen erstmal alle, dass der Corona-Test negativ ausgefallen ist. Und halt alles Sachen, die wir noch nicht weißen. Ich hoffe natürlich das Beste. Ja, also, ich muss auch ehrlich sagen, ich hab... Ja, also, wie ich die Situation her sehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich in Deutschland infiziert, deutlich höher, als dass man sich infiziert, wenn man irgendwo im Urlaub ist. In Italien im Urlaub, am Gardasee. Am Wochenende, ich kann mal schauen, ob ich ein Foto finde, was ich jetzt einblende. Falls ich keins finde, blende ich jetzt keins ein. Ja, also wir sind, einen Tag sind wir 3 Kilometer oder sowas am Strand lang gelatscht. 38 Grad, nur um den Platz mit Schatten, um einen Platz im Schatten zu finden, wo nicht innerhalb der nächsten 20 Zentimeter 15 Leute sind. Letztes Mal schon aufgefallen. Du bist auch One-Hit. Und man stirbt gut. Erst nach einer halben Stunde. Quick is easy 2-0. So Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut unbedingt auf meinem Twitter, Twitch und Instagram vorbei. Ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Abonniert mich auf YouTube, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde mich mega freuen. Aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Und teilt das Video, weil ich bin mir sicher, dass der Link zu dem Private Pack ist in der Videobeschreibung. Lass mal, wir leaken das jetzt nicht. Das ist jetzt unser Private Pack. Nein, Digga, lass mal wirklich. Ja, doch. Nein, Digga, das ist unser. CW-Szene ist eh Müll. Der Link zu dem CW-Pack ist nicht in der Beschreibung, weil ich respektiere die Arbeit, die der
Kaki oder wie er heißt, da reingesteckt. Der ist mal real, wie spricht man den Namen aus? Steht das auf, seinem, auf seinem Twitter? Das ist sein Twitter. Alter, das wird jetzt wieder eine 18-tägige Abmod hier. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt mir gerne auf meinen anderen Socials. Sind alle in der Beschreibung verlinkt. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht die Glocke an. Und teilt den Stuff hier. Wie gesagt, bei 500, wenn wir dieses Jahr noch 500 Abos schaffen, habe ich euch versprochen, schneide ich den USA-Vlog. Also, stay hyped. Und so. So. Tim, willst du noch was sagen? Morgen. Willst du sonst noch was sagen? Nein. Top. Bis dahin. Ciao. Willst du auch noch Tschüss sagen? Nein. Jetzt vielleicht? Nein. Jetzt vielleicht? Willkommen zu Postmahlzeit. Deiner ASMR Experience. Ich bin jetzt ASMR-YouTuber. Bin ich. Alter. Jetzt mal serious, ich bin ab sofort ASMR-YouTuber.